Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt ja bei Hart aber fair diesen Teil Faktencheck, aber ich glaube, ich kriege das jetzt nicht so schnell hin, in 5 Minuten alle Fakten zu widerlegen, die der Herr Kollege Hausmann hier in irgendeiner Form verdreht hat. Und ich möchte einfach nur damit beginnen zu sagen, dass die Förderbedingungen für den Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen noch nie so gut waren wie im Augenblick. Ja, und das ist einhellige Meinung. Und an dieser Stelle sind wir ein sehr großes Stück weit vorne, auch in Ihrem immer wieder beliebten Rankings im Vergleich der Bundesländer. Und wenn Sie beim ersten Hinhören, Frau Kollegin Philips hat es ja gesagt, ja, beim ersten Hinhören ist es so, die Bearbeitungszeiten sind so lang. Aber wenn Sie genau hingehört hätten, wäre Ihnen aufgefallen, dass es immer auch darum ging zu sagen, wir reden im Grunde genommen nicht über den normalen Wohnungsbau, da sind wir eigentlich zufrieden, sondern es wurde darauf hingewiesen, dass es um einen Standardbau, um den Nicht-Standardbau ging, wo man sich im Grunde genommen Beschleunigung wünschte. Und gleichzeitig dazu gehört natürlich dann auch, dass die im Bereich der Novelle der Landesbauordnung immer wieder diskutiert worden ist über die Abstellung der Freistellungsverfahren. Und dann möchte ich Sie auch noch mal wieder daran erinnern, wie Sie, aber auch Teile der FDP immer wieder darum gerungen haben, warum müssen wir das abschaffen, weil Sie nicht verstanden haben, im Grunde genommen, dass es richtig ist, das in der Novelle so zu regeln, dass es rausgenommen wird, weil alle waren sich einig, außer Ihnen, dass es einen Beitrag dazu leisten kann, mehr Klarheit zu haben und auch Baugenehmigungsverfahren zu vereinfachen. Und das ist für uns ein wesentlicher Beitrag, den Sie im Grunde genommen bis heute nicht verstanden haben. Ja, und wenn Sie Organisationsverfahren, und da verstehe ich auch die Aufregung von Herrn Ott sehr gut, wenn Sie Organisationsverfahren den kommunalen Ämtern vor Ort immer wieder vor die Nase halten, dann möchte ich Sie wirklich daran erinnern, dass in den meisten dieser Kommunen Ihre Leute regieren. Und wenn Sie meinen, dass es Effizienzsteigerungen vor Ort geben kann, bitte, wir sind bereit, mit diesen Leuten zu reden. Und ich denke mir, mit Ihrer Unterstützung kommen wir da auch schneller voran. Ja, und deshalb haben wir auch vor der Sommerpause auch im Plenum ja auch beschlossen, bei den kommunalen Spitzenverbänden anzuregen, dass wir eine repräsentative Studie anfertigen, um im Grunde genommen in die Lage versetzt zu werden, zu wissen, wo der Personalbedarf eigentlich liegt, damit wirklich zukunftsgerechtes Bauen in Verbindung mit sozial gerechter Bodennutzung auch tatsächlich schnell umgesetzt werden kann. Und deshalb wäre ich an Ihrer Stelle wirklich vorsichtig mit diesen ständigen pauschalen Vorwürfen. Es wird zu langsam genehmigt, weil das deckt sich nun mal auch nicht mit dem Ergebnis. Da haben wir auch schon oft drüber gestritten, dass selbstverständlich die Anzahl der Baugenehmigungen, die wir haben, auf einem extrem hohen Niveau sind. Und das heißt, die Leistungsfähigkeit dieser Ämter grundsätzlich, ja, der Frauen und Männer vor Ort ist gut, aber natürlich ist alles verbesserungswürdig und das bestreiten wir nicht. Ich möchte dann noch mal zum Schluss kommen auf den Punkt Digitalisierung. Das wird ja auch immer so gesehen als vielleicht die einzige Möglichkeit, schnell effizienter zu werden. Da geben wir Ihnen ja im Prinzip auch recht, dass wir vorankommen müssen, aber auch an der Stelle ist es so, dass wir ein bisschen auch die Hierarchien und auch Verantwortung im Grunde genommen im Blick haben müssen, denn es bedeutet, dass die Bürgermeister und Landräte im Rahmen ihrer Personal- und Organisationshoheit darüber befinden müssen, welche technischen und personellen Ausstattung sie, ja, wie sie ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Und das bedeutet andersherum, ja, auch wir wollen Sie gerne unterstützen, aber dazu müssen Sie aber auch aktiv auf die Landesregierung zukommen. Und ich denke mir, Minister Groschek wird sich an dieser Stelle auch nicht verweigern, zu sagen, wir unterstützen euch, ganz klar. Aber grundsätzlich liegt das in der Verantwortungshoheit der einzelnen der Kreise vor Ort bzw. der kreisfreien Städte. Und zum Schluss
nochmal diese einen Punkt auch aus Ihrem Antrag. Da sagen Sie ja, Sie wollen die Gemeindeprüfungsanstalt irgendwie einbeziehen, aber ich möchte Ihnen nochmal auf den Weg geben, an dieser Stelle ein bisschen naseweise vielleicht für Sie anmutend zu sagen, die Gemeindeprüfungsanstalt ist dafür zuständig, wirtschaftliche Ergebnisse festzustellen und nicht, sage ich mal, sich zu beteiligen an der Evaluierung einzelner Prozessabläufe. Und das ist für uns sozusagen der letzte Punkt, warum wir Ihrem Antrag nicht zustimmen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Beisheim, für die